Hallo und herzlich willkommen in der Pummelrunde. Wir spielen ein neues Spiel von Tongoch Budur. Und zwar ist das Education. Das habe ich von der lieben Herrn Nixer geschenkt gekriegt. Vielen Dank dafür, denke ich. Es ist ein Horrorspiel. Education ist ein Horrorspiel. Wie man vielleicht schon an diesem Bildschirm erkennen kann. Ich bin gespannt. Es ist das erste Horrorspiel von Tongoch Budur. Und weiß, dass sie für Nixer begeistert war. Mal sehen, was wir sind außer Angst erfüllt. Oh Gott, okay, wir machen das jetzt. Settings habe ich eigentlich schon auf Deutsch. Ja, habe ich schon auf Deutsch. Ja, gut. Wahrscheinlich wird es dann gleich Deutsch. Wir starten mal ein neues Spiel. My name is Bart Blake, and I did some bad things in my youth. Yet I had dozens of friends who would stand by me, and parents who supported me through everything. I really did it all in good fun, not considering how I might have hurt someone. After all, many of my victims had a good chuckle over my pranks afterwards. In my nightmares, I constantly replay the good and the bad memories. There's lots of history here. Now here I am, once again, at the path to this school from my youth. I have yet to escape it. Und da sind wir, Bart Blake in seiner alten Schule. Puh, das sieht nach einem guten Schulweg aus, oder? Ich muss die Maus ein bisschen langsamer spielen. Ja, so ist besser. Das ist unser Auto. Aber ich will mir das Auto angucken. Gut. Wie immer dürfen wir nicht in die Richtung, in die wir gehen wollen. Hm? Aus wie eine Feuerstelle. Sehr dunkel hier. Wieder nicht richtig. Okay, dann gehen wir mal gucken, was uns hier so erwartet. Bin echt gespannt. Ich meine, Horrorspiel hatten wir noch nicht. Uns jetzt viele Jumpscares erwarten. Oder ob es mehr atmosphärisch ist. Weiß ich nicht. Ob wir kämpfen müssen, weiß ich nicht. Mal sehen, hä? Das. Ein Baum. Schon mal ein sehr interessanter Baum. Nach dem letzten Spiel, was er rausgebracht hat, hat Tongoch Budur bei der Phoenixer gefragt, was sie denn tun wird, wenn er wirklich mal ein Horrorspiel rausbringen wird. Weil das letzte Spiel mit den Werwölfen, mit dieser Armbrust, die einen immer erschreckt hat, war ja auch ein bisschen gruselig, zumindest. Und ich glaube, da hat er schon an diesem Spiel hier gearbeitet. Denn warum sollte er das uns fragen? Ganz sehr lustig. Ja. Sie hat auf jeden Fall gesagt, dass sie es spielen wird und dabei nach ihrer Mama rufen wird. Ich weiß nicht, ob sie das getan hat. Da müsst ihr mal bei ihr reinschauen. Vielleicht. Sieht nicht nach einem guten Schulweg aus. Es ist kalt hier, kann das sein? Liegt Schnee? Bin gespannt, ob da... Ja, da ist die Schule. Bin gespannt, ob das mit der Musik diesmal besser klappt. Hier haben wir schon was zu gucken. Oder? Die Tür zu? Okay, können wir anscheinend nicht rein. Können ja auch nicht reingucken. Echt dunkel hier. Was ein bisschen heller machen? Ich glaube nicht. Ich habe nichts gesehen in den... oh, hier geht's rein. Okay. Eine Taschenlampe. Das ist ja schön. Spiele, in denen es Taschenlampen gibt, ist immer gut. Okay, F zum Anmachen. Oder so. Hier ist viel Müll. Aber sonst nichts Spannendes. Haben wir Batterien, die wir irgendwie... Weiß nicht. Sieht so aus da unten, ne? Batterien brauchen. Das ist schlecht, weil was, wenn die Batterie leer ist und wir noch irgendwo, wer weiß wo sind.
Irgendwo im Dunkeln. Wo kommt das Licht hier überhaupt her? Hier ist doch gar keine Lampe. Müll. Können wir eigentlich springen? Nee. Wieder können wir nicht springen. Dann müssen wir auch nicht springen. Ich glaube ja, wir können nur deshalb nicht springen, um zu verhindern, dass jemand irgendwo drüber springt und irgendwo hingeht, wo er nichts zu suchen hat. Okay. Flat. Ja, okay. Wir sind schon im zweiten Kapitel. Also ich krieg Errungenschaften unten. Hier so, da. Seht ihr nicht? Steam-Errungenschaften. Oh, unsere Taschen... Lampe ist wieder hier voll. Welcome back to hell. Ja, danke. So. Mal erstmal hier gut. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Was zu lesen. Liebes Tagebuch. Bin ich im Weg? Nö, sieht gut aus. Liebes Tagebuch. Heute war Klamotten auf links tragen Tag in der Klasse. Das scheint ein lustiger Tag zu sein. Einmal in der Woche hat unsere Lieblingslehrerin Frau Redmond einen Spaßtag für uns. Alle meine Freunde und Klassenkameraden lachten eine Stunde lang, als wir in rückwärts und umgekehrt angezogenen Sachen herumliefen. Oh, warum ich das ausschreibe? Einer meiner Klassenkameraden, der ehrlich gesagt sonst der nervt, hat sein T-Shirt sogar aufgeschnitten und wie kopfüber getragen. Okay, und seine Hosen auch. Frau Redmond hat gemeckert, dass das zu weit geht, aber wenigstens hatte er noch Unterwäsche an. Das ist schön, dass er Unterwäsche anhatte. Vielleicht müssen wir doch hier lang, ne? Gehen wir in die andere Richtung. Ich sollte erstmal im Klassenzimmer schauen, aber okay, dann müssen wir danach da lang. Gut, machen wir ja kein Problem. Ein Geräusch. Hallo? Das ist nicht gut, da sollten wir nicht reingehen. Eine Kamera, aber was machen wir damit? Okay. Und vielleicht noch. Ich glaube, Tongwood Sprudor findet Schulen sehr gruselig. Könnte ich mir vorstellen. Okay, hier kann man nichts drauf lesen. Ich habe echt Angst, dass unsere Taschenlampe gleich nicht mehr so viel Licht macht. Da ist die Tür auf. Da liegt was. Oh! Das ist aber doof, wenn die direkt eingelegt wird, obwohl wir ja noch gar nicht, na gut, dann... Was ist denn das? Das ist aber ein komisches draußen, hm? Seid ruhig da draußen. Ich versuche hier Dinge zu tun, okay? Irgendwie ist das nicht normal, was da draußen so ist. Liebes Tagebuch. Frau Redmond sagte, wir sollten unsere Sorgen und Probleme auf Papier schreiben, nach einer Stunde nochmal lesen und dann zerreißen. Da gibt es diesen furchtbaren Schüler in meiner Klasse, Bart Blake. Oh, das sind wir. Einer der größten Rüpel der Schule. Der reißt dir das Pausenbrot aus der Hand und isst es selber und holt sich im Sport den Ball mit Kopfstoß. Als wir den Spendentag hatten, hat er mir ins Gesicht gelacht, als ich ihn um eine gebeten habe, während er diese teuren Armani-Hemden trägt. Oh, wir sind reich, okay. Verwöhnter Schnösel.
Außerdem macht er nie Hausaufgaben oder Projektarbeiten. Das ist nicht nett, Blake. Was ist das da draußen? Ein Schlüssel. Mein Schlüssel? Mal hier was lesen? Ne. Eine komische Tafel. Sollte man in diese Schule zurückkehren, nachdem... Ach toll, hier kann ich nicht durch. Ist hier irgendwas? Was ist da? Biologie. Science. Oh gut. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Taschenlampe ist gleich leer. Toll. Hätten wir aber besser als auf dem Rückweg die Batterie nehmen sollen. Die ist übrigens... Die ist übrigens sehr... sehr schnell leer. Haben wir den Schlüssel für da gekriegt? Hallo? Matscht denn hier die ganze Zeit so? Ah, Batterien, gut. Ah, die ist zu, okay. Die ist auch zu. Der Licht an? Ah, Licht. Schön. Glaube ich. Pah! Und halt kein Licht. Oh Gott, ich sehe gleich nichts mehr, ne? Aber vielleicht ist ja hier noch irgendwo eine Batterie. Gut, dass der im Dunkeln lesen kann. Hier ist auch Fleisch draußen. Wieso ist da draußen Fleisch? Da ist was zu lesen. Oh, ich dachte... Oder? Ach nee, doch nicht. Da ist was. Hä? Wie kommen wir denn hier durch? Hier lang? Sehr geehrter Herr Blake. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Bart in allen 6 Fächern dieses Jahr eine 6 bekommt. Hui, das ist auch eine Leistung, muss man sagen. Dazu zählen Englisch, Mathematik, Sozialkunde, Kunst, Musik und Physik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es sind 6. Nicht nur, dass Bart in allen Arbeiten versagt hat, wenn er überhaupt teilnahm, außerdem hat er keine Projekte, Berichte oder Hausaufgaben rechtzeitig abgeliefert, wenn überhaupt. Es tut mir wirklich leid, aber er wird seine Klassenstufe nächstes Jahr wiederholen müssen. Darf ich Ihnen empfehlen, ihn bei einem Augenarzt vorzustellen? Wieso sollte das was mit den Augen zu tun haben? Da liegt was. So, haben wir hier sonst nichts? Haben wir hier sonst irgendwo durch? Was ist denn? Also Spinnenweben. Das war nicht mein Magen. Moment, ein Geräusch. Ich sollte im Korridor nachschauen. Warum sollten wir das? Wenn hier Dinge passieren, dann wollen wir die doch gar nicht sehen. Okay, wir können ja aber eh nicht weiter. Gut, gucken wir mal. So, hier ist nichts. Alles cool. Auch Toiletten? Ah, okay, ich sehe schon. Wir haben eigentlich genug Batterien, ja. Ich hoffe, das bleibt auch so. Noch eine Kamera? Kamera 2. Ich glaube, wir sollen Kameras suchen, hm? Das ist vielleicht unser... Wir wissen, hier ist noch eine Batterie. Unser Sammelobjekt, das wir so suchen müssen? Ja, sowas dachte ich mir schon. Hier ist nichts weiter. Okay. Ich finde das okay so. Wenn es so dunkel ist, sehen wir nämlich auch nicht, was uns angreift. Hallo? Vor allen Dingen, da war ein Geräusch. Hier sind die ganze Zeit Geräusche. Eigentlich auch Fleisch draußen?
auch Fleisch. Wieso ist hier überall Fleisch? Keine Ahnung. Hallo? Darf ich jetzt hier raus? Feuerlöscher. Ah, wieder was zu lesen. Liebes Tagebuch. Ich bin studentische Hilfskraft. So sagt man das seinem Tagebuch. Und bin in meiner Freizeit in die Schule gegangen, um dort auszuhelfen. Ihnen fehlt ein Lehrer. Ich habe etwas aus dem Lehrerzimmer gehört. Die Lehrer kommen noch herein, um das Schuljahr, Lehrjahr abzuschließen. Ich hörte Frau Redmonds Ehemann, Herr Redmond, habe vor Barts Vater Daniel Blake zu verklagen. Meine Güte. Viele Namen, wieso? Geht. Hier ist zu und hier wollen wir schieben. Geister. Und das wollen wir hier durch? Was ist denn das? Ah, noch ein Schlüssel. Cool. Gib mir den. Hallo? So. Haben wir noch irgendwas? Der Tisch ist toll. Den hätte ich auch gern zu Hause, aber zum Hoch- und Runterfahren. Was ist das für ein Raum für ein komischer? Gefängniszelle? Gut. Hallo? Sind wir hier rein jetzt? Ah, es lädt. Alles klar. Eine Schule mit Bahnschienen. Ja, wo ist unsere Taschenlampe? Haben wir die? Wo ist unsere Taschenlampe? Da will ich nicht hin. Die will er da, wo ich will. So. Homip? Oh, ho, Homip? Keine Ahnung, es ist eine Zahl, die schreibe ich mir mal auf. Und da oben steht 1-1, warum? Keine Ahnung. Homip. 1-2-0-1. 1. Ist das was zu sagen? Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht brauchen wir das. Ich habe keine Taschenlampe. Hört mich, warum nicht? Es wurde also Kohle gefördert, ja, hier. In der Schule. Huch. Das Licht erschreckt mich. Bisher hatten wir noch keinen Jumpscare, das heißt nicht, dass wir nicht noch welchen kriegen. Aber wir sind schon im dritten Kapitel und hatten noch keinen. Ist Eis? Nee, ist Wasser. Das sieht aus wie ein Rätsel. Was haben wir hier?